Beobachten wir nun aber mal einen Plattenproduzenten bei der Arbeit. Es geht um noch ein neues Gesicht, eine neue Stimme. Hallo, mein Bester. Ich komme gerade von oben. Wo ist das Orchester? Ich sollte doch proben. Ich glaube, als Test reicht ein Piano für Sie. Singen Sie mir nach. La 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 la. La 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 la. Ich glaube, Miss Streisand werden Sie nie. Was hat sie, das ich nicht habe? Was hat sie? Was hat sie? Ach, Direktor, Sie. Obwohl ich manche Ihrer Damen getestet habe. Was hat sie? Ach, das hat sie, versteh, compris. Sie haben mich überzeugt, Gnefrau. Ich glaube, es könnte gehen. Wir kommen der Sache näher und werden im Team. Im Team mit mir? Da läuft fast gar nichts. Oh, Sie missverstehen. Ich meine, wir werden uns im Team bemühen. Also dann... La la la. La la la. Nein, la la la. La la la. La, la, la. Oh. Obwohl Ihr Stimmchen sehr begrenzt war. Halli, hallo. Begrenzt war. Er sang, er zwang sie einen Hit. Nicht, weil sie Direktors wichtige blonde Konferenz war. Nein. Halli, hallo. Wir kennen's ja. Nein, man bekam das gar nicht mit, dass sie nicht musikalisch war. Alle hielten's für einen Gag. Man baute ihr ein Image auf als Anti-Star. Und die Platten gingen wie warme Semmeln weg. Hat Erfolg und kann nicht sing. Eigentlich ist es ja ein Ding, aber I do it my way. Haben Sie auch Ihre Sachen gut gemacht. Sie sind der Meinung, das war Danke, danke. Vielen Dank. Das Stimmwunder der Schlagerszene wurde von einer Showdame gespielt, die ich sehr schätze, Elke Rieckhoff.